Schaut mal, von hier oben sieht man schon die Bucht, wie paradiesisch ist die bitte. Lucky, lucky, lucky me. Uh-uh-uh. Lucky, 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 I wanna feel door hit when I leave. I guess that I was born beneath a very lucky star. And in a week or two, I won't remember who you are. I guess that I was born beneath a very lucky star. And in a week or two, I won't remember who you are. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir, von Flying Anka. Herzlich willkommen auf Menorca. Wir starten heute unseren Tag hier in Cala Galdama. Wir sind hier erstmal hingefahren und wir werden jetzt unsere Wanderroute starten. Wir wollen zur Cala Macarella und Cala Macarrieta. Deswegen muss man hier parken an der Cala Galdama. Es fährt auch noch ein Bus los, der fährt direkt in Ciutadella los. Von da aus sind es ungefähr 20 Minuten zu Fuß runter. Und von hier, von der Cala Galdama, da kann man einfach parken. Man geht 30 Minuten bis zur Cala Macarella und dann nochmal weitere 10 bis 15 Minuten bis zur Cala Macarrieta. Auf geht's, würde ich sagen. Starten wir den Tag. Ein kurzer Tipp noch, kommt auf jeden Fall so gegen spätestens 8 Uhr hierher, denn dieser Parkplatz wird sonst wirklich super voll. Und bringt euch auf jeden Fall Essen mit, was zu trinken, Sonnenschirm und ja, seid mal vorbereitet, auch mit festem Schuhwerk für die Wanderroute dahin. Wir sind jetzt hier in der Cala Galdama und um hier in der Cala Macarella oder Macarrieta rauszukommen, gehen wir einfach hier den gelben Weg entlang und kommen hier direkt raus. Und dann sind es noch weitere 15 Minuten bis zur Cala Macarrieta. Don't pick me up cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look. She's standing in the crowd. Man muss einfach in dem Camí de Cavalles folgen und man hat auch überall diese Schilder. Das heißt, man kann hier einfach den Weg weiter entlang gehen und ist auch super einfach zu finden. Also man verläuft sich hier nicht. Also ich muss sagen, der Weg hier runter ist schon länger als gedacht. Man geht erstmal so einen Steinweg, so einen Waldweg. Und dann kommt man hier zu diesen Holztreppen. Die sind auch jetzt ein bisschen rutschig, weil gestern Abend hat es hier richtig heftig geregnet. Und auf jeden Fall, wenn man den ganzen Tag hier am Strand bleibt und dann kaputt ist und wieder hochlaufen muss, das wird auf jeden Fall eine tolle Sache. Mal sehen. Man läuft hier richtig durch den Dschungel. Das ist so cool. Es ist auch richtig kühl hier und man merkt auch die Feuchtigkeit in der Luft. Also mega, das ist absolut top. Dadurch, dass man nicht mit dem Auto hier runterfahren kann, ist das natürlich alles ein bisschen natürlicher hier. Der Mensch hat hier, sag ich mal, so wenig kaputt gemacht oder wenig gebaut. Und einfach hier so durch den Dschungel zu laufen, das ist der Hammer. Das ist super schön. Willkommen im Paradies! Hier an der Cala Macarella hat man sogar ein Restaurant. Wenn man runtergeht, kann man direkt was essen und somit den Tag genießen. Wir gehen jetzt noch 15 Minuten weiter, denn da soll die kleine Cala Macarella versteckt sein. Und die wollen wir unbedingt noch sehen und dann kommen wir Stück für Stück wieder zurück. Wir gehen jetzt zu der Cala Macarrieta und das Schöne ist, wenn man diesen Steinweg hier entlang geht, hat man eine super Sicht auf die ganze Bucht und die Sonne scheint gerade so schön hier drauf, dass man wirklich eine perfekte Sicht hat. Es ist echt das Paradies. Super, super schön. Boah. I just wanna see the light.
Schaut mal, von hier oben sieht man schon die Bucht, wie paradiesisch ist die bitte. Wir waren ja gestern im Norden an dem Strand Caveria. Das ist ein roter Sandstrand mit diesen roten Wänden, mit diesen grünen Pflanzen da drauf. Und jetzt sind wir hier wieder in diesem Urwald, in diesem Dschungel mit dem weißen Sand, mit dem türkisblauen Wasser. Ein riesengroßer Unterschied. Das sind wirklich zwei Welten auf einer Insel. Es ist der Hammer. Also ich bin sowas von positiv geschockt. Es ist einfach atemberaubend schön. Hier in der Cala Macareya könnt ihr auf jeden Fall auch Kajaks mieten. Ihr könnt für 2 oder 3 Personen die Kajaks mieten und ihr müsst auf jeden Fall Bargeld dabei haben. Ihr könnt entweder raus ins Wasser fahren oder Richtung Cala Macareya. So, das war's jetzt erstmal. Es war eine sehr schöne Experience. Ich muss sagen, es war für mich einer der schönsten Tage auf der Insel überhaupt. Es ist einfach, wie ich vorher schon gesagt habe, ein Paradies hier. Man kann es wirklich nicht genug oder nicht oft genug wiederholen, oder? Ja, diese Bucht ist wirklich richtig, richtig schön. Also der Weg lohnt sich, hier einmal herzukommen. Es ist wirklich einmal durch den Dschungel gehen und kann ich wirklich nur empfehlen. Zieht aber auf jeden Fall Zuschuhe an, sonst ist es nicht so einfach hier runterzukommen. Und wie gesagt, ihr müsst auf jeden Fall früher kommen, sonst kriegt ihr keinen Platz. Viele Leute sind wirklich umgedreht, weil dieser kleinen Cala Macareya, die ist wirklich ganz klein. Und wenn ihr nicht vor 9:30 da sein. Ja, ungefähr vor 9:30, umso früher, umso besser. Dann kann man sich da schön hinlegen. Sonst ist es schwer, sonst muss man sich ganz hinten hinlegen oder man hat überhaupt keinen Platz, dann muss man wieder umdrehen. Und ich finde, diese Cala Macareya ist zum Schwimmen nicht so schön, finden wir. Ja, heute war es ja zumindest voll mit Algen, aber es kann natürlich jeden Tag anders sein. Die Cova del Choroy, das ist einer der Spots hier auf Menorca, die man auf jeden Fall gesehen haben sollte. Wir waren schon mal vor 2 Tagen hier, denn da waren wir schon in Benibeca und in Mao und da dachten wir könnten das doch perfekt verbinden mit diesem Spot hier. Aber da wollten wir eigentlich abends hierher kommen und den Sonnenuntergang sehen, denn man kann diese Cuevas hier, also die Cova del Choroy, einmal tagsüber besichtigen von 11 bis 18 Uhr, dann machen die zu und dann wieder von 18.30 Uhr bis abends spät. Das Problem ist, dass sich hier eine mega lange Schlange bildet, die standen hier bis hinten rein, da haben bestimmt 200-300 Leute und im Moment wegen Covid ist ja ein Maximum von 125 Leuten erlaubt und dann machen sie es dicht. Und da waren mindestens 200 Leute. Dementsprechend empfehlen wir euch, tagsüber herzukommen oder sonst muss man wirklich schon ab nachmittags 5 Uhr hier stehen und Schlange stehen. Jetzt sind wir wieder hierher gefahren, es ist jetzt 15.30 Uhr. Wie man sieht, man kann hier perfekt reingehen und wir nehmen euch jetzt mit. Auf geht's in die Cova del Choroy. So, wir sind drin. Auf geht's. Changes. Come pick me up, cause I just wanna see the light. Also ich muss sagen, es ist sehr steil und wirklich sehr, sehr hoch. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look, she's standing in the crowd. So, die Maske ist auf, jetzt geht's weiter rein. Komm mal mit. I just wanna see the
River El Chaloy ist eine Art die Disco-Pub. Hier kann man tagsüber kommen, auch nachts. Hier werden sogar Konzerte gespielt. Schaut mal im Internet, das ist wirklich sehr, sehr, sehr toll. Da sieht man das ganze Programm. Da kann man auch vorher natürlich auch die interessanten Events auch reservieren. Jetzt geht's weiter. Also ich muss sagen, es war sehr, sehr schön, einmal hier gewesen zu sein, sich den Ort anzusehen. Und es ist auch wirklich einmalig. Sowas habe ich hier noch wirklich noch gar nicht gesehen. Und es gibt hier auch 2, 3 schöne Fotospots. Und ich habe es mir auch viel, viel kleiner vorgestellt. Das ist echt viel größer und auch sehr, sehr hoch gebaut, das Ganze. Und im Eintrittspreis ist ein Softdrink enthalten. Ich finde es etwas teuer für das, was es letztendlich ist. Aber ich finde es schön, einmal hier gewesen zu sein. Heute drehen wir noch eine schöne Runde zum Abend hier in Ciudad Alegre, weil es hier so wunderschön ist. Abends ist hier echt die Hölle los. Es sind richtig viele Menschen unterwegs. Somit haben wir natürlich die Maske auch immer dabei. Und hier ist es aber wunderschön, um Abend zu essen. Und den Blick auf den Hafen ist echt spektakulär. Hier in Citroella kann man sehr romantisch Abendessen. Nur wir raten euch, wenn ihr das machen wollt, müsst ihr vorher reservieren, weil die Restaurants sind absolut mega überfüllt und die Schlangen, die gehen bis nach vorne. Es ist echt crazy, es ist total verrückt. Also kommt vorher her oder googelt einfach nach den besten Restaurants, ruft an und reserviert einen Tisch für euch. Genau das, was man hier hinter mir sieht, das ist, was ich meine mit der Schlange. Die ganzen Leute warten nur, um dieses Restaurant reinzukommen und da zu essen. Total verrückt. So, ich habe mir noch eine kleine Erfrischung geholt, einen Schokoladenmilchshake. Und jetzt geht es weiter zu unserer Cala en Bosch. Da ist nämlich, wo unser Hotel ist, und dann geht's weiter. So wie ihr wisst, haben wir unsere Unterkunft hier in Cala en Bosch. Das ist ungefähr 10 Minuten von Ciudad Alegre entfernt. Und diesen Ort wollen wir euch noch zeigen, denn wir haben einen wunderschönen Sporthafen. Und das wollen wir euch alles zeigen. Auf geht's! Wir waren vor ein paar Tagen schon mal abends hier und sind eine Runde gedreht. Und es ist ein so schönes Ambiente hier. Das wollten wir euch unbedingt zeigen. Und wie ihr schon die Musik im Hintergrund hört, ich würde sagen, wir nähern uns dem Ganzen und wir zeigen euch das. Unser Abendessen haben wir jetzt schon in Cittadella gegessen, aber hier wollen wir jetzt noch einen kleinen Nachtisch zu uns nehmen, einfach einen kleinen Spaziergang genießen, weil das Ambiente doch echt wunderschön ist. So, wir haben uns jetzt ein leckeres Eis gegönnt, das werden wir jetzt genießen und lassen den Abend somit ausklingen und fahren nach Hause ins Hotel und dann geht es morgen weiter hier auf Menorca und wir genießen unseren letzten Tag dann morgen. Wunderschönen guten Morgen von Menorca. Heute ist Tag 5 und heute bricht unser letzter Tag hier auf dieser wunderschönen Insel an. Denn morgen fliegen wir schon zurück aufs Festland. Und wir wollen den letzten Tag heute so starten und verbringen, wie wir ihn auch angefangen haben. Und nochmal an die schöne Bucht Son Sauda gehen. Die hat uns nämlich so gut gefallen mit dem transparenten, klaren Wasser. Und das wollen wir verbinden mit der Cala Estalayer. Die ist nämlich direkt nebenan. Und die wollen wir unbedingt uns noch anschauen. Und danach, heute Nachmittag, noch einmal zu der Bucht fahren. Da kann man springen, das ist die Cala en Brut, die hat uns auch sehr gut gefallen. Und das sind die 2, die wir heute noch einmal sehen wollen. Und da nehmen wir euch auf jeden Fall nochmal mit. Es ist 8:45 und wir haben es gerade noch so geschafft, hier zu parken, weil wir schon erzählt haben, man muss immer sehr, sehr, sehr früh herkommen, damit man einen Platz findet. Und wenn der Parkplatz einmal voll ist, dann wird der komplett gesperrt und die lassen niemand mehr hier rein. Also es ist ein wichtiger Tipp, wenn ihr zum Strand wollt, früh aufstehen und so früh wie möglich hierher kommen. Man kommt jetzt erstmal am Strand von Son Sauda raus. Und man muss jetzt einfach diesen Weg weitergehen, um zu Estalayer zu kommen. Hier auf Menorca ist es immer wieder schön, wenn man zu diesen paradiesischen Stränden gehen muss. Man muss ja wirklich immer mindestens 10 bis 20 Minuten gehen. Aber man genießt es einfach, weil es so schön ist, weil jeder Strand hat irgendwas anderes zu bieten. Entweder geht man hier so an einer schönen Bucht einfach herum, über diesen schönen Steinweg, oder man geht direkt durch den
dichten Forest, Urwald, also heftig. Es ist immer was Schönes. Es ist immer ein Adventure, ne? Ja, immer heftig. Ein Erlebnis hier. An der Bucht Estalaye. Man geht vom Parkplatz aus circa eine halbe Stunde und von Sonsau sind es weitere 15 Minuten über Stock und über Steine, aber direkt am Wasser entlang. Es ist ein wunderschöner Steinweg, aber auch ganz easy zu machen. Und diese Bucht ist ganz, ganz mini, also recht sehr klein. Es sind zwei kleine Teile. Ein kleiner Teil sind nur Steine und auf der anderen Seite, da kann man sich hinlegen, aber der Schatten ist halt auf der rechten Seite vor allem sehr hoch. Aber es ist halt sehr, sehr früh schon sehr voll. Deswegen würde ich euch raten, hier sehr früh hinzukommen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf ins Wasser. Hier vorne am Anfang ist das Wasser zwar noch etwas grün, aber wenn man weiter reingeht, ist das Wasser schon türkis und man kann davon immer noch stehen. Also wie man sehen kann, ich kann hier immer noch stehen. Es ist ein perfekter Strand zum Schnorcheln. Es ist wirklich türkis, blaues Wasser, ist wunderschön. Quality Check Estalaye! Wir werden jetzt zurück zu Kalasansau da gehen, denn wir wollen den Urlaub da beenden, wo wir noch angefangen haben. Das Schöne an der Kalasansau, dass das Wasser hier so flach ist, man meterweit reingehen kann und ist auch perfekt für Familien mit Kindern. So schönes Wasser hier, boah, kristallklar. So, wir haben uns gerade Bälle und Schläger geholt, denn wir wollen hier eine Runde im Hotel Minigolf spielen. Ich liebe Minigolf, das erinnert mich irgendwie an die Kindheit aus Deutschland noch. In Spanien ist das nicht so beliebt, aber irgendwie in den Resorts und Hotels dann irgendwie schon. Und ich dachte mir, wir könnten jetzt mal eine Runde Minigolf spielen. Und das ist eine kleine Revanche, denn das letzte Mal haben wir gespielt, das war in Thailand vor, oh Gott, das ist schon 2 Jahre her oder so. Und da habe ich gewonnen und jetzt will Miki versuchen, gegen mich zu gewinnen. Also schauen wir mal, wer gewinnt. So, genau. Und danach geht es noch schön lecker Abendessen in Ciutadella, eine letzte Runde drehen. Und dann beenden wir den letzten Abend hier auf Menorca und dann geht es zurück für uns aufs Festland in Richtung Alicante, Murcia. Wir sind jetzt hier in Ciutadella und werden den letzten Abend ausklingen lassen. Wir sind direkt hier auf einem Platz neben dem Hafen und neben dem Rathaus. Und wir sind im Restaurant Puspayu. Und es wurde uns empfohlen von einem Local, also jemandem, der hier auf der Insel lebt. Und hier gibt es hausgemachte Hamburger, also eine Top-Empfehlung. Wir werden jetzt aufs Abendessen warten und somit den letzten Abend hier auf Menorca genießen. Leckere Hamburger und Süßkartoffeln, Boniato auf Spanisch, super lecker. Wir raten euch mal hierher zu kommen und das Essen zu genießen. Wir verabschieden uns jetzt hier aus Menorca. Wir hoffen, euch hat diese Videoreihe wieder mal gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Urlaub wieder oder zurück auf dem Festland. Wenn euch diese Videoreihe gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da, kommentiert, abonnieren nicht vergessen und bis ganz bald. Liebe Grüße aus Menorca.